Klassisch, aber doch ganz neu. Das ist der neue Range Rover. Der neue ist nochmals etwas größer geworden. Entsprechend stattlich steht er da. Die Form wurde weicher und aerodynamischer. Und trotzdem ist er auf den ersten Blick als Range Rover zu erkennen. Markantes Design dann auch im Dunkeln. Dank vielen LEDs rundum bleibt das Markengesicht auch nachts. Und das setzt sich natürlich auch innen fort. Der getestete 4,4 Liter V8 Diesel passt mit seinen 700 Newtonmeter sehr gut zum Range Rover. Er unterstreicht den Charakter des imposanten Gleiters und liefert Kraft in allen Lebenslagen. Hinzu kommt die Luftfederung. Sie erlaubt bis zu 30 cm Bodenfreiheit. Zusammen mit den 2,4 Tonnen Gewicht bügelt sie alles platt. Ob auf oder neben der Straße. Seinem Ruf als erhabenen Gleiter wird der Range Rover absolut gerecht. Im Test verbrauchte der große Brite 11,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Für ein Auto dieser Größe ist das akzeptabel, zumal man lange Autobahnetappen auch mit 7 Litern schafft. Aber Range Rover fahren ist natürlich kein günstiges Vergnügen. Den großen Diesel gibt's ab 138.000 Franken. Mit vielen Extras, wie zum Beispiel dem Fond Entertainment, können daraus aber auch 180.000 werden.